Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meine Nägel mit Shellac mache. Erst nehmen wir so ein Hufstäbchen und schieben die Nagelhaut etwas zurück. Dann feilen wir unsere Nägel ganz normal mit einer Nagelfeile und bringen sie in Form. Dann als nächstes verwenden wir den sogenannten Buffer und rauen unsere Nägel etwas an. Da hält dann auch der Nagellack einfach besser. Jetzt machen wir einfach mit einem Pinsel die Staubkörner wieder runter. Dann verwenden wir den sogenannten Dehydratorstift. Der macht die Nägel fettfrei, sodass der Nagellack auch nochmal viel besser halten kann. Dann kommt schon der Base Coat, den tragen wir ganz dünn auf dem Nagel auf. Ich lackiere immer ganz gerne ein bis zwei Nägel und gehe dann schon zwischendrin in die UV-Lampe rein, damit der Nagellack seitlich nicht auslaufen kann. Kommen wir auch schon zur Farbe. Hier habe ich mich für ein schönes Pastellrosa entschieden und da tragen wir jetzt die erste Schicht auf. Jetzt verwenden wir auch schon die zweite Schicht. Wichtig ist auf jeden Fall, die Schwitzschicht zwischen diesen Vorgängen nicht zu entfernen. Jetzt verwenden wir auch schon den Topcoat. Das ist sozusagen der letzte Schritt. Und diesen tragen wir auch nochmal relativ dünn auf. Und wir versuchen auch, wie ihr jetzt gerade seht, schön den Rand zu ummanteln. Damit hält er länger. Zum Schluss werden die Nägel nochmal eine Minute ausgehärtet. Und jetzt verwenden wir noch den Cleaner und nehmen die letzte Schwitzschicht ab. Jetzt verwende ich noch ein Nagelöl und pinsel mir meine Nagelhaut damit ein und massiere das Nagelöl auch noch ein. So, meine Lieben, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao!